bin Jana, ich bin 29 Jahre alt und komme aus Sachsen. Ich bin Sophie, ich bin 25 und komme auch aus Sachsen. Die Arbeit als Doktorand oder in der Forschung finde ich total cool, weil es halt super abwechslungsreich ist. Man kann sich seine Zeiten selber einteilen, die Versuche selber planen, was manchmal auch sehr frustrierend sein kann. Aber so im Endeffekt ist das dann schon was, wo man, glaube ich, auch wirklich stolz drauf sein kann, dass man halt wirklich was dazu beigetragen hat, die Forschung, bei mir war es jetzt in Richtung Grundlagenforschung, weiter voranzutreiben. Ich habe nach meinem Studium relativ spontan entschieden, einfach mal was anderes zu machen und bin dann nach Australien geflogen. Ich hatte 11 Kilo Gepäck mit und eine Woche Hostel gebucht und mehr nicht, obwohl ich ein sehr organisierter Mensch bin, also mich selber einfach mal ins kalte Wasser geschmissen. Aber trotzdem finde ich, ist das halt auch eine Sache, die mich halt extrem vorangebracht hat, was mich persönlich halt auch gestärkt hat. Ich habe mich mit 17 taufen lassen als Zeugin Jehovas und musste in dem Zusammenhang den Kontakt zu meinem Vater abbrechen, weil er ausgeschlossen war. Also man darf dann auch nicht mal mit Ausgeschlossenen reden und ich war immer schon so ein Papa-Kind. Also mir wurde eigentlich alles vorherbestimmt, also auch zum Beispiel beruflich, also ich durfte kein Abitur machen oder auch wer meine Freunde sind, mit wem ich Kontakt habe und so weiter. Also es wurde eigentlich alles für mich entschieden und ich habe aber gemerkt, dass ich damit nicht glücklich bin. Ich habe das ja offiziell freiwillig gemacht, aber natürlich nicht freiwillig, ist ja ganz klar, es wurde halt so erwartet. Und ich habe dann so darunter gelitten und mir ging es so schlecht und ich habe nicht verstanden, wenn ich ja eigentlich alles richtig mache, weil es war ja die einzig richtige Entscheidung in der Situation, warum es mir dann so schlecht geht. Und das war dann so der Knackpunkt, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich sollte ja der wichtigste Mensch in meinem Leben sein und ich muss es ja den ganzen Tag mit mir aushalten und nicht andere Leute. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, lieber zu machen, was mir gut tut und was ich möchte, anstatt anderen gerecht zu werden. Also ich war eigentlich komplett auf mich allein gestellt. Also ich habe ja schon seit ich 16 bin alleine gewohnt. Und es ist halt so, dass dein komplettes soziales Umfeld dich dann ächtet, weil du ja selber quasi dich dagegen entscheidest und somit als schlechter Einfluss, als abtrünnig giltst. Und da muss man sich natürlich ein bisschen emotional darauf vorbereiten, dass dann halt die Leute, die einen teilweise seit der Kindheit kennen, nicht mehr mit einem reden, wenn sie einen beim Einkaufen sehen oder so. Ich habe das gar nicht erzählt, ich habe das eigentlich niemand gesagt, ich habe das mit mir selber ausgemacht und habe dann erst viele Jahre später angefangen, darüber offen zu reden. Ich finde sogar, dass es ein Teil von Feminismus ist, dass du selber deine eigene Stärke hast und sie auch nutzt. Ich finde auch gerade, wenn man auch stolz auf das Feminine ist und das auch einfach so ein bisschen nach außen bringt, ich finde, dann hat man auch einfach eine ganz andere Ausstrahlung, als wenn man jetzt so ein kleines armes Mäuschen ist, mal blöd gesagt, was sich halt auch dann im Endeffekt nichts traut. Also ich finde, das hängt definitiv miteinander zusammen. Ich finde, Stärke ist auch eine weibliche Eigenschaft. Also Männer können die natürlich auch haben, aber ich, also eine richtige Frau, wenn ich jetzt an, also Vorbilder denke, die haben alle weibliche Stärke. Das ist ja, also weibliche Stärke gehört einfach zusammen, lässt sich gar nicht trennen. Also okay. Ich fühle mich eigentlich schon als Vorbild. Ich genieße das auch. Deswegen habe ich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe Verantwortung dadurch, dass ich Vorbild bin für gewisse andere Personen, dann lebe ich auch bewusster. Dann gebe ich mir auch mehr Mühe bei dem, was ich mache. Und ich will natürlich am Ende eigentlich immer mein eigenes Vorbild sein. Also ich sage mir, okay, wer möchte ich sein in 5 Jahren? Was möchte ich bis dahin erreicht haben? Und bin mir eigentlich selber mein Vorbild und denke dann, okay, die Menschen, die mir zusehen oder die vielleicht irgendwas von mir lernen könnten, eventuell, sollten ja nur das Bestmögliche mitbekommen. Deswegen muss ich natürlich auch das Bestmögliche geben. Also ich muss sagen, ich habe jetzt kein ein spezielles Vorbild, dass ich jetzt sage, nach der und der Person möchte ich leben. Ich bin eher so, ich pick mir so das Beste raus. Ich habe jetzt auch hier, also du auf jeden Fall, ich finde, du bist auch auf jeden Fall ein totales Vorbild, dass du da so selbstständig und unabhängig deinen Weg gehst, finde ich total faszinierend. Und wie gesagt, nicht nur Sophie jetzt, weil sie jetzt gerade neben mir sitzt, auch die anderen Mädels hier, also mich haben die ganzen Schicksale einfach so krass berührt und irgendwie auch inspiriert, dass man doch auch mit extremen Schicksalsschlägen umgehen kann und im Gegenteil sogar daraus gestärkt hervorgehen kann. Und das finde ich total toll.